Hallo, mein Name ist Daniel R. Schmidt, ich bin Geschäftsführer von D3S Media und heute etwas heiser, deshalb sehen Sie mir nach und entschuldigen bitte, dass ich im heutigen Video vielleicht nicht ganz so gut zu verstehen bin wie sonst in den Videos dieser Reihe. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, ob ich dieses Thema als Nichtbetroffener überhaupt ansprechen sollte. Dennoch habe ich festgestellt, dass der Standard dessen, was in den sozialen Netzwerken im Rahmen der Sportkommunikation in diesem Themenfeld erbracht wird, so niedrig ist, dass ich nichtsdestoweniger ein paar Tipps geben möchte und auf jeden Fall Links und Informationen, wo man gescheite Informationen zu dieser Thematik bekommt. Es ist eines der Hauptthemen, die der Deutsche Olympische Sportbund, also das Dach des deutschen Sports, sich für das Sportsystem selber auf die Fahne geschrieben hat. Inklusion. Der DOSB macht ganz, ganz viel zum Thema Inklusion und dafür bin ich, auch wenn ich von vielem nicht betroffen bin, ich bin nicht behindert, ich bin sehend, ich bin hörend, trotzdem sehr, sehr dankbar bin. Aber ich habe festgestellt, dass ganz, ganz viele Sportorganisationen, Sportvereine und Verbände, aber auch Funktionäre im Sport dieses Thema sehr stiefmütterlich behandeln, obwohl sie gleichzeitig für eine Inklusion im Sport eintreten. Ich will in dem Folgenden ein paar Beispiele zeigen, die ich selber aufgeschnappt habe. Dazu werden wir gleich mal die Perspektive hier an meinen Computer wechseln. Und ich habe dazu im Angebot einen Blog-Eintrag, den Sie finden könnten auf blog.d3smedia.de, bei dem Sie 5 konkrete Tipps finden, wie Sie diese Lücke zumindest ein wenig schließen können und Menschen in ihre Sportkommunikation inklusiv in den sozialen Medien aufnehmen und konkret ansprechen können. Wir haben die Perspektive gewechselt und sind jetzt hier an meinem Computerbildschirm. Ich habe das bewusst ein wenig dilettantisch so gemacht, dass ich den Computerbildschirm abfilme, damit wir gleich auch hören, was entsprechend der Ton meines Computers sagt. Zugegeben, auch das hätte ich besser machen können, aber ich wollte es auf die Schnelle Ihnen einfach und schlicht zeigen können. Wie Sie sehen, hier oben sehen wir den offiziellen Twitter-Account des FC Bayern München mit einer Share-Grafik, also einem Bild, was zum Teilen einlädt, bereit für das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Man sieht hier Spieler des FC Bayern, die noch im Turnier sind. Eine Sache, die mir hier schon missfällt, ist, dieses Bild hat keine Bildbeschreibung. Das heißt, jemand, der einen Screenreader benutzt, und wir werden uns gleich noch angucken, was das eigentlich konkret heißt, wird hier an dieser Stelle nicht erfahren können, was genau auf diesem Bild dargestellt ist. Und das ist eigentlich für die Betrachtung dieses Bildes oder dieses Tweets generell sehr, sehr wichtig, denn eigentlich steckt die Hauptinformation ja mit in diesem Bild. Etwas weiteres, was mir stark missfällt und was man immer wieder sieht, und dessen Auswirkungen werden wir uns gleich noch näher angucken, betrifft so etwas hier. So etwas wird generell im Social Media Marketing wahnsinnig gerne benutzt, um Aufmerksamkeit zu wecken. Alles geht ja rein prinzipiell um Aufmerksamkeitsökonomie heutzutage. Also wie kann ich mit meinen Botschaften sehr, sehr auffällig herüberkommen? Und was das aber heißt genau für Menschen, die inklusive Maßnahmen in den sozialen Netzwerken berücksichtigen, das wollen wir uns mal angucken. Das ist übrigens egal, wir gucken uns das gleich beides an, ob das jetzt sich um Twitter handelt oder ich habe hier auch ein Beispiel von LinkedIn. Momentan ist es sehr, sehr modern und das ist zufälligerweise auch eine Userin, die Social Selling Expertin ist, die Headline des entsprechenden Posts in Fettdruck zu machen. Wir gucken uns gleich mal an, was das heißt im Screenreading. Ich habe dazu NVDA oder NVDA heruntergeladen, einen Screenreader, der gängig ist. Oh. NVDA-Menü. Genau, und man hört schon, der NVDA liest jetzt genau mit FC Bayern München auf Twitter. Pokal, Pokal, seid ihr bereit fürs Achtelfinale? Feuer, Nummernzeichen, Mia, San, Mia, Nummernzeichen, FC Bayern, HTTPS,
Ich nehme den Screenreader jetzt mal wieder runter und man hat schon gesehen, aha, der Screenreader liest also genau die Nachricht vor für Menschen, die sehbehindert sind. Aber er scheitert hier an zwei Sachen, nämlich man hat schon gesehen, diese vielen Emojis werden etwas merkwürdig vorgelesen, das geht aber noch. Aber solche Spezialschriften, die werden gänzlich ausgelassen. Wir hören uns das gleich auch nochmal auf LinkedIn an. Rotes Fragezeichen. Klar, dass es auf diese Frage beide Sorten von Interessenten gibt. Diejenigen, die sich das sehr wohl anschauen und durchlesen und diejenigen, die bestenfalls einen Blick drauf werfen oder es ungelesen natürlich schon mal davon, wie der Kontakt wie lautstark stumm. So, wir schalten den Screenreader mal wieder aus und da sieht man schon, Screenreader können diese fettgedruckten, diese Sonderzeichen, man spricht auch von Unicode-Sonderzeichen, gar nicht erfassen. Und in diesem Moment, wo ich diese Techniken benutze, dann bin ich alles andere als inklusiv unterwegs. Ich bin sogar ziemlich exklusiv unterwegs. Hier ein Gegenbeispiel. Ich selbst versuche es einigermaßen besser zu machen. Auch hier freue ich mich über Feedback von Menschen, die betroffen sind, denn ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Bildbeschreibung, die ich jetzt hier beispielsweise auf Twitter für Fotos von Eichhörnchen verfasst habe, tatsächlich so gut sind. Aber man sieht schon, hier wäre eine Bildbeschreibung zumindest da. Ein Screenreader könnte jemanden, der sehbehindert ist, vorlesen, was man auf diesem Foto erkennen könnte, sodass der Gesamtkontext meines Tweets in Ordnung geht. In diesem Sinne darf ich sehr herzlich verweisen auf meinen Blogbeitrag. Ich erkläre gleich nochmal, wo Sie den finden und darf dazu appellieren, dass Sie eine gesellschaftliche Verantwortung tragen, meiner Ansicht nach, wenn Sie in den sozialen Netzwerken posten und unterwegs sind, gerade über die offiziellen Kanäle. Und ganz ehrlich, lieber FC Bayern, da hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen von dem Vorzeigeklub im deutschen Fußballsport. Kann man zumindest erwarten, dass eine Bildbeschreibung in den sozialen Netzwerken für sehbehinderte Menschen vorrätig ist. Ich hoffe, diese Beispiele waren ein wenig anschaulich für Sie, auch was es konkret heißt, wenn man Betroffener ist, der gewisse Hilfsmittel zum Kommunizieren in den sozialen Medien braucht. Falls Sie mehr Informationen suchen, wie gesagt, der Blogbeitrag unter blog.d3smedia.de enthält zwei Links, die für großen Nutzen sein könnten in diesem Kontext. Ansonsten darf ich mich an dieser Stelle etwas kränkelnd von Ihnen verabschieden, sage wie immer an dieser Stelle, D3S Media ist für Sie da, präzise, empathisch, zielgerichtet. Bis zum nächsten Mal und Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.